Hallo Leute und willkommen! Es geht endlich los hier auf unserem neuen Channel Gaming Company D. Und wir sind hier zu dritt wie angekündigt mit dem Paul, mit dem Marcel und mit mir, dem Tobi. Yay! Hi! Hi! Hey. Und ja, wir stellen uns jetzt mal kurz vor, falls ihr uns noch nicht kennt oder wahrscheinlich den Marcel am wenigsten. Ja, Paul und ich sind ja schon die so oder so am meisten immer miteinander aufgenommen haben. Hey. Und ja. Wer möchte von uns anfangen mit der... Ja, mir egal. Ja, ich fange einfach mir aus. Ja, ich bin der Paul. Ja, ich bin 14 Jahre alt. Ja, ich bin der Marcel und 14 Jahre alt. Ja, ich bin Tobi, Tobias, wie auch immer, könnt ihr mich nennen, wie ihr wollt. Oder Kunde Sun Epic, kennt ihr ja meinen Kanal. Pauls Kanal kennt ihr ja auch. Und ja, ich bin 16 Jahre alt. Und bin noch Schüler, falls ihr das noch nicht wusstet. Und ja. Oh, sorry. Das war auch so Sinn. Ey, yay. Und okay. So. So, okay. Dann cool. Lass mal anfangen. Ja, und dann wollen wir jetzt auch mal hier anfangen. Wir haben noch eine Sache, ganz wichtig. Wir haben einen Fragen-Server bereitgestellt bekommen von einem sehr lieben Abonnenten von mir. Der hat uns einen Server gekauft, den wir halt drei benutzen können. Und wir können halt auch, wir haben vier Slots drauf, also wir können auch gerne noch einen vielleicht mal immer mal einen als Gast einladen. Vielleicht werden wir das mal irgendwann machen. Mal schauen. Werden wir Schwein, mal. Schwein. Denke ich mal nächstes Mal sehen. Oh, Schweinsteiger. Tobi aus. Tobi aus, Tobi. Los, Schweini. Komm. Wie so ein Hund. Wir sind ja alle drei Bayern-Fans, ne? Ja. Finde ich voll geil. Also falls ihr das auch noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Und ja, auf jeden Fall, der Server wurde bereitgestellt von GameplexHD. Kanal ist in der Beschreibung. Auf jeden Fall. Richtig nett von ihm, dass er uns hier bereitgestellt hat. Also wirklich, könnt gerne ihn abonnieren auf seinem Kanal. Ja. Das wird für uns eine sehr große Freude machen. Ja, das ist großes Dankeschön an dich. Ein super Typ, also wirklich. Ich sehe nicht so viele Leute, die natürlich ist viele das machen. Aber wir sind auch noch am Anfang und da hätten wir es niemals gedacht, dass uns einer sowas überhaupt ermöglicht. So ein Server. Ey, ich mach Werkbank, ne? Und ja, also er hat uns den jetzt für einen Monat gekauft und okay, dann wieder verlängern. Also wir machen immer einen Monat und dann verlängern mit dem. Da, ja. Er hatte jetzt gerade eine 10er Paysale. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir dann direkt für ein Jahr kaufen. Das sind ja 55 Euro. Dadurch, dass man ja komplettes Jahr kauft, kriegt man ja auch bei Nitrado noch wie viel Rabatt waren das? 10% oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen, kenne ich mich nicht. War glaube ich 10% oder so, auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall richtig geil. Und so, jetzt wollen wir mal hier anfangen. Also wir haben uns gedacht, wir machen ein Haus zusammen, denke ich mal. Ja, das ist besser auf jeden Fall. Das ist zu umfangreich alles hier. Ja, also wir können, der Upload-Plan wurde ja später noch gesagt. Also das kommt jetzt noch vor diesem Video. Das wird jetzt noch alles kommen. Und dann geht's am Montag halt los mit der, ja, mit dieser Folge hier. Ich werde jetzt am Montag erscheinen. Wir nehmen jetzt schon im Voraus auf, diese Folge. Weil wir halt jetzt alles vorbereiten. Wir müssen ja auch noch Intro machen. Ach ja, stimmt mal, ja. Das kommt auch noch dazu und ja, ich werde noch aufgehen. Ich baue mal gerade Stein ab, ne? Das ist eine Menge Arbeit. Oh ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auf dieses richtig geile Projekt. Wir haben gar nicht gesagt, was wir überhaupt hier spielen, ne? Nö. Aber das wird ja auch in der Ding stehen, also wir spielen ja viel zu viel Light, aber das habt ihr auch bestimmt schon mitbekommen. Ja stimmt, das müsste ja theoretisch im Upload stehen. Ja, das steht ja so oder so, steht ja auch in der Beschreibung von daher. Ja, sowieso. Ja, dann können wir ja nochmal sagen, wir spielen hier viel zu viel Light in der aktuellen Version 1.2.3. Also die Light-Version 1.2.3, das verstehen auch manche falsch, die denken, das ist die Micro-Version, aber das ist es nicht, das ist nur halt die Light-Version. Micro-Version ist 1.4.7. Ist ja die aktuellste Version im Moment mit viel zu viel Zeit. Aber es gibt ja jetzt die 1.6.1, die neue Version. Es soll ja ein neuer viel zu viel Planscher erscheinen. Ich denke mal, da werden auch die Mods alle geupdatet und so. Aber das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht werden es erstmal den Launcher, aber ich denke mal schon. Wäre sonst irgendwie unlogisch, wenn es einen Launcher gibt für die 1.6, aber die Mods werden nicht geupdatet. Okay, wir können gleich schlafen gehen. Ich habe gleich genug Wolle. Okay, das ist gut. Das finde ich gut. Auf jeden Fall, wird auf jeden Fall noch richtig geil. Wenn natürlich neue Version ist, werden wir das natürlich auch updaten. Sobald sie draußen ist. Weil warum sollten wir mit der alten Version spielen? Bei der neuen Version gibt es ja auch viele geile Sachen. Und, Paul schwimmt gerade da drüben. Ach ja, wegen Aufnehmen.
Wir hatten erst gedacht, dass wir alle aufnehmen, aber ich weiß nicht, ob das... Das so lohnt sich nicht am Anfang, haben wir uns gedacht. Das lohnt sich nicht und ja, wir machen halt manchmal zu dritt eine Aufnahme. Alter, scheiße, ich fand ja schon. Manchmal machen wir auf zweite Aufnahme oder alleine. Kommt halt drauf an, wie die Zeit immer ist, aber wir werden, denke ich mal, sonst auch im Voraus aufnehmen. Ja. Das wäre halt immer eigentlich zu dritt aufnehmen. Oder zu wenigstens zu zweit. Das müssen wir halt gucken, das werden wir dann demnächst alles sehen. Und ja, ich würde sagen, das war's eigentlich so mit den Infos jetzt. Da ist noch nichts mehr beizufügen, oder? Nee, nicht wirklich. Nö, oder? Nö. Na, höchstens, dass man es vielleicht noch, dass sich jeder nach spezialisiert hat, also. Also ich und Tobi machen jetzt halt mehr Technik. Also so ein Zeug. Genau, no, das ist alles. Und Marcel macht also, sehr Zauberfischen. Hier. Warte. Hier. Hier. Okay. Danke. Tobi, wo bist du? Ich bin hier. Da. Jo. Da. Yeah. Ach nee, komm mal. Was kommt hier? Scheiße, da ist ein Riss. Riss? Oh man. Ja. Das kommt hier, das hier. Also ja, wegen Spezialisierung, Paul und ich gehen in Technik. Also, wegen, ja. Also wir kennen uns eigentlich da ziemlich gut aus. Also ich kenne mich da auf jeden Fall sehr gut aus mittlerweile schon. Auch schon in der Fizipis Ultimate Version mittlerweile. Also. Yo, ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt, Paul hat sich da auch gut mit beschäftigt. Und Light zumindest. Ja, Light mindestens. Ich habe auch schon Ultimate. Also das werden wir auch irgendwann mal machen, aber erstmal werden wir Light machen. Weil hey, hat jemand was zu phrasen für mich? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ich habe zwei Shop. Also am besten, dass wir einen Ofen haben. Ja, ich mach gerade einen. Da hinten ist Kohle. Ja, die hole ich mal eben. Gell? Okay, die, dann... Guck ich mal, ob hier schon andere Erze irgendwo sind. Da oben ist Amber, das sehe ich gerade. Also auf jeden Fall, ihr werdet bei uns auch natürlich schon direkt auch schon, denke ich mal, schnell Technik sehen. Wenn wir es hinbekommen. Weil wir haben ja auch schon Erfahrung in sowas. Also ja. Wir wissen schon Sachen halt, wie man Nether, Lava teleportiert in die Oberwelt. Und da halt Energie draus zu gewinnen. Amber kann man nur mit einer Eisenspitzhacke abbauen, hab ich ganz vergessen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal klein an mit Solar. Ja, wir fangen natürlich erstmal normal an, wir können ja nicht direkt technikmäßig. Wir werden auch, also wir machen am Anfang, denke ich mal, Solarenergie. Ist ja eigentlich das Beste, was also wir haben. Also ich habe einen Ofen, ne? Ja, das ist schön. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Und hier ja. Jemand Holz? Holz? Ja, hab ich. Holz hab ich. Für was denn? Nein, ich hab Holz. Gib mal grad die rohe Schweinefleisch. Werfen wir mal grad hin. Ich pack die da rein direkt. Das warte, nee, nicht das Holz. Ich hab doch Kohle. Kohle. Eckhöhlchen. Ich nehm die Werkbank her. Ich verbrenne mal im Bett. Nein. Ja. Aber das machen wir als ich Generator als erstes um Energie oder machen wir gleich ein Solarpanel. Keine Ahnung. Nee, warte mal, wir brauchen ja erstmal Energie, um überhaupt erstmal Kohldust zu machen, sonst können wir ja kein Solarpanel machen. Also müssen wir ja Generator bauen. Ja. Da kommt mein Solar so nicht vorbei. Also ich baue schon mal einfach. Erstmal müssen wir im Weg einen Hund lang für den Haus. Ja. Erstmal müssen wir so erstmal einen Ort suchen, wo wir jetzt dann hinbauen. Machen wir Berg oder machen wir Haus? Weil Berg. Berg ist, glaube ich, für Technik besser. Ja. Oder wir machen ein Haus und bauen jetzt dann nach unten. Das können wir auch. Das könnte man, ja, das könnte man, ja. Obwohl Berg ist einfacher, ne? Ja, Berg ist einfacher, denke ich. Ja, wir können uns ja sonst auch nach oben noch ausbauen. Wir machen das ja erst. Hey, lass den Berg da nehmen. Ich würde sagen, wir machen das erstmal für den Anfang, oder? Das ist, glaube ich. Da. Ey, den da oben, das wäre nice. Ach, scheiße, hier ist ja. Welchen? Aber willst du dich da reinbauen? Warum? Hab ich dich gerade geschlagen? Ja, hast du, aber das ist mir relativ schnurz. Egal. Schnurzbart. Ich habe immer noch 5 Herzen. Yo. Hey Leute, da oben sieht's auch laut aus. Ja, da meine ich ja. Ach so. Ja, okay. Sieht aus so wie ein Raumschiff. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt nochmal kurz Holz ab. Holz brauchen wir ja sowieso immer. Alter! Ja, weil wir können ja da auch Holzkohle. Ey! Paul, komm mal zu mir. Was? Pass auf, da kannst du runterfallen.
Lol. Das wäre halt richtig nice, wenn wir da drinnen bauen. Oh ja. Da drinnen? Ja, und dann mit einem Glasboden. Ja. Das ist aber ganz schön aufwendig, oder? Ja, das ist schon krass. Für den Anfang, ich weiß nicht, ob man direkt am Anfang das schon machen sollte. Oder wir gehen schon weiter weg und suchen. Wir halt eine Bude haben, wo wir dann schon mal so ein paar Standardsachen haben. Damit wir überhaupt erstmal was haben. Okay, da gibt's auch noch Geiseln. Also, ja, ist halt so eine Sache. Ich hab, ne? Ich hab einen guten Berg entdeckt. Ja? Oh. Weißt du, wo ich bin? Ja, du bist... Da oben. Ja. Guck hier, da hinten. Ja, 20 Meter von mir. Oh, ich finde die Boxen immer so genial. Ja, das ist voll geil. Ja. 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 Geh weg da hinten. Da, wo schon so die Löcher drin sind? Ja. Das wäre ein guter Stopp. Ja, das... Lass da mal hinschauen. Lass da mal schauen. Ja. Jetzt hier Judo runterspringen. Ich glaube, das kann man überleben. Oh, oh, oh. Gott, ich glaube, das... Ja. Ja. Hast du was Phasen gerade noch aus dem Ofen, oder? Nee, ja. Alles weg. Alles weg? Ja. So ein Scheiß. Ja. Wie viele Hungerbalken hast du noch? 2,5. Hey, ich leuch auch. Okay. Jetzt noch. Hey, ihr frisst Rose. Ja, okay, gib her. Boah, fällt bestimmt ganz schmackhaft. Oh, hier sind ganz viele. Nimm die Map, die brauchen wir später. Für die Pipes. So. Ja. Oder für Nitro. Tobi? Ja, oder was war denn das Blaue da oben? Hier, komm mal zu mir. Wir können auch aus gelben Blumen rote machen, also Rosen. Also die können wir auch mitnehmen. Also, was da oben? Ja, was ist das? Ist da, nee. Nikolit. Das ist Apatit, glaube ich. Ich weiß nicht. Nikolit. Ja, das ist Apatit. Nikolit ist heller. Ja, Nikolit sieht anders aus. Nee, das hat ja, so, ich kenne mich da nicht so aus. Das hat so einen grünlichen Ton noch. Okay, hier ist eigentlich ganz nice. Da hinten ist eine Ölquelle. Ja. Ja, Ölquelle. Sorry. Scheiße, auch weg mit ihm. Bam. Ah, jetzt habe ich nur noch einen Hals. Jetzt habe ich gar keine Hungerkeule mehr. So. Oh. Na, ich war ohne Stoff runtergefallen. Ich bin zu so. Ich habe doch ein bisschen klein, oder? Oder wollen wir da hinten hin? Hier, bei dem See. Da hinten, da. Also. Wasser? Da hinten. So eine kleine Höhle ist da. Oder wir bauen uns da an den Berg, oder? Wir können keine Hütte finden. Oh Mann, jetzt erstmal eine Hütte finden, das ist mal so eine Sache, ne? Ja. Jo, da hinten am See ist voll das Rennen los. Ist da mal reinschauen. Ja, ja geil, hier ist auch schon Eisen. Das ist genial. Am Wasser direkt, oh wow. Das lässt ja noch zumachen. Und so groß ist die Hülle nun auch wieder nicht. Außer es geht hier noch so übelst rein. Ah, hier geht's übelst rein, oder? Oder? Ja, Berge sind ja gerade bei diesen hohen Heiden. Nee, hier geht's nicht so tief rein. Das wäre nämlich, dann wäre ich nämlich eigentlich ganz gut. Ja. Also eigentlich ist sie ganz gut. Ja. Ja, dann lass hier rein, oder? Guck mal, ich zeig gerade geguckt, wie lange wir aufnehmen, also... Nö. Scheiße, ich wollte eigentlich einen Timer stellen. Nee, ist auch egal, wir haben... Ich glaube, Viertel haben wir angefangen. Ja. Ja, jetzt ist es halb. Ja, wir nehmen noch eine Viertelstunde auf. Ja, wir machen eine Anfangsfolge ein bisschen länger. Ja. Das ist die Startfolge. Ja, da höre ich auf. So eine Folge das jetzt hier alles. Ja, auf jeden Fall. Ist die erste Folge, ich würde sagen, für Startfolge kann man auch ein bisschen länger machen, oder? Mir egal. What? Naja, weil du das ja auch renderst. Also. Ja, ich habe ja kein Problem mit Rendern. Aber ich könnte nicht rendern, ich brauche erstmal ein Intro. Ja, das müssen wir ja noch machen, ja. Heute ist... Donnerstag, ja. Donnerstag. Montag muss es ja oben sein. Ja. Und wann kommen... Und das andere Video machen wir Sonntag, oder? Ja, das werden wir noch alles gucken. Ja, da können wir nachher reden.
Tage Zeit, bis es dann losgeht. Okay, dann lass mal hier irgendwie ein bisschen hier so und so. Sonst könnten wir ja auch noch mal draußen gucken, ob hinter dem Berg, wie es da aussieht. Ah nee, da ist Wasser, ne? Ja. Sicher. Licht. Also ist eigentlich voll geil, wenn man hier in der Höhle immer so die Maschinen drin steht und dann geht halt irgendwo noch in so einem geraden Abgang. Guck mal, wir hätten hier auch einen Hinterausgang direkt. Wir könnten von zwei Seiten rein. Guck mal hier. Das wäre auch gut. Das hat mir in der anderen Hütte auch bei uns in der Welt. Schade, dass hier nicht direkt irgendwie noch. Weiß einer, wo wir gerade die Workbench hatten und so ein Zeug? Bei mir. Hast du die mitgenommen? Ja. Okay, komm mal her. Dann komm mal hier hoch und stell die mal hin. Ich komme von der Hand. Das hat ja alles noch schöner machen. Das ja, lass erstmal mit Cobblestone machen. Ich habe den Hintereingang genommen. Ja, okay. Wohin soll ich setzen? Hier irgendwie an die Wand, hier so. Welche Wand machen wir denn für Technik, so? Hier die wäre ganz praktisch, weil da geht's nach innen. Also hier die Ecke, so. Das geht ganz gut. Oder die hier, kann auch mal. Theoretisch die Seite, die sieht schön gerade aus. Wir müssen mal schauen, wie weit es noch da geht. Ja, wir brauchen ja so oder so zwei verschiedene Techniken. Wir machen hier, können wir ja theoretisch Energie da Minecraft oder Schuhe, so wie auch immer. Tun wir da Eisen mit rein. Wir müssen ja so oder so, wenn wir nachher wieder so mit MFSU übertreiben. Oh ja, das wird richtig nice. Wieder Atom? Ja, auch. Ja, das machen wir so oder so, bevor wir das mit Dings machen, weil wir da auch. Ja, weil wir brauchen es vorher schon relativ Energie, denke ich mal. Ja, und das gibt ja auch schon ordentlich Energie. Und später brauchen wir ja noch sowieso Energie für das Quantum. Ah ja, wir denken jetzt nicht schon zu weit, das ist Naja, man ist halt so extremst gewöhnt von der anderen Welt. Ja, weil da hat es auch schon Singleplayer gespielt, deswegen, ja. Also Multiplayer halt. Single Multi, wie auch immer, manchmal alleine. Ja, das Sinn. Weil wir ja auch schon eine eigene Welt mal hatten, deswegen wollten wir ja unbedingt auch viel zu viel Splits playen. Vorher haben wir uns aber schon vorher ein bisschen schlau gemacht. Ja. Sollte man auch von Let's Play machen. Damit wir halt so ein bisschen, ja, nee, das. Ey, guckt euch das geile Schild vor an. Das ist ein Baum gewachsen. Ich seh's. Das ist irgendwie voll komisch, ne? Hier nochmal eine Fackel. Aber das ist jetzt voll geil, das backt nicht. Ja, das ja mal läuft natürlich. Ist ja Nitrado, ne? Hier ja. Nochmal Nitrado-Werbung, bam! So. Ach du Scheiße. Naja, große Werbung machen wir am Anfang ja noch nicht. So. Was hast du getan? Bämchen. So, dann lass das so machen. Macht ja. Okay, Kohle. Eisen in Gott. Ich klaue mir mal ein paar. Ja. Ich klaue mir mal die 10 da. Ich mach. Hast du schon Eisen? Ich ne. Eisen. Ja, weil ja, ich mal ein paar Spitzis machen, schau doch einfach. Ja, komm, das lass ich mir übertreiben. Ja klar, wir brauchen ja so oder so Spitzhaken. Ja, auf jeden Fall. Geht hier eigentlich slash spawn? Ach, ich lass pennen. Oh ja. Wo pennen wir? Einfach hier irgendwo erstmal egal. Ja, das ist ja egal, wir sind ja noch. Wir machen ja noch im Moment YOLO und Provisorisch. Ja, YOLO. Ja, der war jetzt so schlecht. Das ist einfach mal so angeordnet sind. Okay. TNT! Wo ist TNT? TNT, ja. Okay. Ach ja, Spitzhacke. Hier, einer für dich. Danke. Eine für den Marcel. Yay! Eine für den Marcel, meine ich. Sorry. So. Spitzis. Wo soll ich helfen? irgendwie... Da ist das ein bisschen so ausbauen, dass es ganz gut aussieht. So eine Höhle, oder? Out. Du hast mich gerade geschlagen, jetzt habe ich nur noch 1,5 Herzen. Yay. Okay, hier geht's nicht weiter runter, das ist cool. Ja, jetzt hier in der Höhle wäre natürlich so eine Sache, ne? Zum Glück ist ja das Geile, dass eine Mining Turtle so leicht ist.
zu machen. Und daher kann man auch schnell Rohstoffe kriegen. Ja, das ist sehr schön was bis jetzt. Oh, Alter, ich hab den Schiff gebaut. Nein. Mit dem Schwert, ne? Na und lass mich halt. Ist ja ausdeinisch, ne? Probier's mal. Nee, geht nicht, ich kann. Ich pack noch mal eine Kohle da rein. Ah, boah, ich hab noch ein Eisenwerk, okay, da rein tun. Ich geh mal kurz ein paar Tiere schlagen. Tja, ein bisschen Fail. Hast du noch Cobblestone? Ich? Hm. 7. Ja, gib dir am besten mal. Echt? Ich hab auch 7! Nachmacher, wirklich. Jetzt hab ich 8. Danke. Bitteschön. So, jetzt gucken wir mal hier, was hier so alles ist. Okay, hier Zuckerrohr. Zuckerrohr kann ich auch gleich mal abbauen. What? Brauchen wir ja auch später. 4 Bücher. Ah, wir denken schon wieder an echt zu viel, das geht gar nicht. Wir müssen ja erstmal hier die Standardsachen haben. Kriegen, bekommen, wie auch immer. Aber ehrlich, hier sind nur Schafe. Das geht gar nicht. Eine Map hat da waren keine Schafe. Am schlimmsten hatte ich mal eine Map gehabt, da waren keine Kühe. Und dann sollten wir brauchen wir Bücher. Für einen Zaubertisch. Das ist sehr blöd. Brauche ich auch noch die ganzen Bücher weg haben. Ja. Also ich habe noch 15 Cobblestone, weißt du was? Ja, gib mir, bitte. Lol, was war das? Mann, sind hier keine Tiere? Ja. Ich bin jetzt nicht YOLO und gehe da oben zu diesem Wesp. Ich habe nur 1,5 Herzen, das wäre vielleicht ein bisschen blöd. Alter, das kann doch nicht angehen, dass hier keine Tiere sind. Sprinten kann ich auch nicht mehr. Das ist natürlich... Ey, wollen wir hier pinnen? Hier so? Ja. Hier? Ja doch. Nice. Oh, haha. So. Wir müssen das alles auf eine Höhe machen am besten. 10 Jahre später. Sie haben eine Kuh davon. So, ich mach grad mal Spazieren und so. Ja. Das Spiel will mich heute wieder mal vereilen. So, okay, jetzt kommt schon niemand mehr rein. Ey, das Geile ist, ne, ich bin jetzt ganz weit weggegangen und das fände ich scharf. Das ist nicht wahr. Warte mal, ich was anderes. Lass da Treppen hin machen. Aber hier ist ein Schneebiom, sehe ich gerade. Hast du noch Cobblestone? Da habe ich vielleicht Glück, dass da ein paar Kühe ist. Im Dschungel sind mega viele. Ja. Ah, das sind Hühner. Die kann ich auch schlachten. Oh. Schlachten. Schlachten. Wir brauchen unbedingt eine Farm. Hackebeile. Ja. Ich will mal ein bisschen Cobblestone zum Auskleiden. Ja, heute gibt's Chicken Wings. Von Kentucky. So. Oh Mann. So. Dann ein bisschen Kohle. Ja, Double Kill. Oh, da liegt noch eine Feder. So. Paul? Ja? Du? Ich hole Cobblestone. Wofür braucht man eigentlich Feder, wenn man klopft? Pfeile. Ach ja. Und Schreibzeug für Zauber. Ja, ja genau. Brauchen wir da. Ja. Da habe ich wieder mal. Da haben wir da. Das sind ganz viele Hühnchen. Aber immer noch kein Fleisch. Ja, 7 Stück. 7. Auf meiner Minimap sind 30, 40 Hunde, ne? Wölfe. Aber nicht eine einzige Kuh oder Schwein. Ah genau, gut, hast die Treppen schon gemacht. Super. Ja,
Ey, du sollst dich verbinden. Ich will, dass du dich verbindest. Jetzt habe ich schon wieder ein Westteil gefunden. So? Und dann noch hier... Ey, ich habe ein Pokémon gefunden! Oh mein Gott! Ich stell die Betten erstmal... Alter, wie geil ist das denn? Hier hin. Ich öffne die Kiste, ne? Bei dem Westteil und hätte eine Pokémon. Echt nice. Doch, ich habe gerade echt einen Pokémon gefunden. Wie geil ist das denn? Ey, irgendwie findet man die ganz oft bei diesem Teil, ne? Ey, lass mal die Reihe hier abbauen. Ja. Und dafür Treppen hinsetzen. Nee, oder? Denkst du? So, ich suche mal weiter nach Phasen. Also wenn ich bald nicht. Oder ja. ich komm zurück und setz erstmal einen Portal-Punkt, da kann ich mich nicht zurück teleportieren. Ja, das finde ich eine ganz gute Idee. Ja, ich komme lieber zurück, weil es auch bald Nacht wird. Und ich möchte mit 1,5 Herzen nicht unbedingt in den Wald rumlaufen. Wo diese ganze. Ich dachte gerade, wir haben Gold. Im gefährlichen. Weil das Körper so aussieht. Ja, aber das Gold ist auch. Aber Gold ist ja auch erst auf niedrigeren Höhen. Nicht zu sehen. Ich muss nur aufpassen, dass mich diese Wisp-Teile nicht auf den Rücken anbringen. Ich hab das vorhin schon gehabt, Dominik. Hier können wir gute Mining-Tätigkeit setzen. Wobei, ich kann ja hier heute schon mal hier einen Punkt sehen. So, ich habe hier rotes Portal gesetzt, bitte merken. Da wurde gerade den Gang ausgegraben. Wieder falsch setze. Also ich muss jetzt gleich das gelbe Portal setzen. Aber was das Gute ist, hier gibt es in der Light noch keine Kack. Hier, wie heißen die Viecher? Jetzt habe ich das vergessen, ey. Lol. Kommt mir ein Treibsand, genau. Oh ja, das ist jetzt. Das ist schrecklich. Ich habe noch ein halbes Herz. Ich bin gerade aus Versehen runtergesprungen, nein. Ich brauch. Und ich bin so blöd, ne? Ich habe noch keinen Waypoint gesetzt. Ah, danke, Tobi. Ja, das vergisst man immer. Ah, ich brauche wieder Cobblestone, sehe ich gerade. Pack gleich mal die Word Chicken in den. Aber so genial, ey. Jetzt erstmal eine Vorteilgang gefunden. Ich gehe da in den Schneeblumen rein. Ich krieg auf einmal einfach mal so ein. Hat noch einer 3 Cobblestones für mich? Ich habe in der Kiste. Nein, kein Cobblestone. Aber ich habe einmal gefunden und Wheat. Ich habe eine Kannst du Cobblestone für mich abbauen? Ich will mir keine Holzspitzhacke machen und meine Eisen nicht verschwinden. Paul, ich habe 8 Enderpearl Dust gefunden. Okay. Ender und 4 Gunpowder. Eine Enchanted Book. Looting 2. Hey, mit dem Gunpowder kann man ein TNT bauen. Was? TNT kann man mit dem Teil bauen. Nein, das lassen wir lieber. Music, war das Iron Ingot noch gefunden? Ich brauche 7 Steine. Gebrannte Steine. In ein Glas. Gebrannte Steine, Lehm, oder? Ah, da, ich sehe euren Namen. Okay, ich bin gleich zu Hause. Noch 110 Meter. Ich wäre gerade... Ey, ist hinter mir gerade. Okay, nur noch 6. 95 Meter. Ich hab's gleich geschafft. Gleich zu Hause. Und es ist noch Tag. Was mich wundert. Boah, so. Gleich die erste Aufnahme geschafft, das ist schon unglaublich, wie die Zeit wieder vergeht, ey. Ich müsste es bei einer halben Stunde sein, in etwa. Ja, ungefähr eine halbe Stunde, ja, kommt hin. Kann natürlich ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr werden, wieder mal. Das kennt man ja von unseren Skyblock-Folgen, ne? Ja, die war irgendwie übelst geil, das ist voll fun gemacht. Ja, das war, das kann man, ja, das auch, ah, nee, das sage ich jetzt noch nicht. Was sagst du jetzt noch nicht? Dass wir das irgendwann mal vielleicht wieder machen. Okay, dann sagst du mir lieber nachher nochmal. Genau. Ich stelle mal mein Bett hier auf, ne?
Da können wir doch mal Schilder eigentlich drüber machen, ne? Naja, ich würde nicht sagen, dass sie da bleiben, oder? Ja, erstmal, ja, ne? Ja, das lohnt aber noch, deswegen noch nicht. Ich geh in die Mitte. So. Bam! So. Portal Gun ist dran, wie man sehen kann. Voll geil, ey. Kommt gleich ein Titel rein. Portal Gun gefunden. Beste in dieser Aufnahme. Schlafe mein. Ey, drück mal F7, dann sieht man, wo alle was spawnen kann. Habt ihr bei euch die Durability eigentlich an? Ja, ich glaube. Ja, ich. Nee, hab ich doch nicht. Wie ging das? F3 und H. Okay. Einmal drücken. Und dann einfach mit F3 wieder aus diesem Teil rausgehen. Kommt mein Iron da auch nochmal rein. Das packe ich da schon mal alles rein. Zack. So. Ich habe mein Holz und alles da wirklich reingetan jetzt, ne? Ich glaube, mir geht's irgendwie nicht. So, ich habe wieder voll gefasen. Ihr könnt euch noch die Rush schicken, da rausnehmen, wenn ihr wollt. Oh ja. Wenn wir gleich fertig sind. Ja. Portal Gun ist auch bereit, also kann man durchgehen. Oh, das klingt sogar richtig flüssig auf diesem Server. Also das ist mal eine ganz andere. Ach, ich brauch auch. Ist eine ganz andere Liga. Leute, bist du jetzt hin? Ja. Hast du Sport gegangen? Ne? Hast du noch, warte. Schrittrad. Apropos, Waypoint wollte ich setzen. Sechs gebrannte Steine. Nee. Oh ja, also Portal Gun kannst du flüssig durchgehen, Paul, da kommt man sofort. Ja? Ja, auf jeden. Oh, wie nice. Kannst du so. Das ist immer so ätzend, immer. Ja. Erzähl du erstmal. Ne, ist gut, kannst du gerne mal durchgehen, wenn du es ausprobieren willst. Ja, mach ich gleich mal. Ich ersetze noch hier noch schnell Erde mit Cobblestone. Setz aber hier, denke ich mal, auch ein Waypoint bei der Portal Gun, weil damit man auch direkt da wieder hinkommt. Alter, Instant Portal Gun, wie geil ist das denn bitte? Ja, und das in der ersten Folge auch noch, ne? Ja. Oh, voll Hammer. Ich setze mich hier auch vor zusammen, das grünen Punkt erstmal, damit ich halt, wir werden die natürlich später umsetzen. So, jetzt kann ich erstmal wieder hier durchgehen. Ich werde jetzt mal endlich mal laufen können und mal richtig nach Tieren suchen. Sag Bescheid, wenn ihr durch die Portalgang kommt, ne? Nein, weil falls ich irgendwie ganz weit weg bin, dass ich dann, wenn ihr halt zurück seid, die Porte dann nochmal umsetze, weil dann muss ich nicht den ganzen Weg unbedingt zurücklaufen. Ist ja, glaube ich, auch besser, ne? Ja. Weil theoretisch können wir ja später, wenn ich die Porte dann ja auch gesetzt habe, können wir ja auch mal umsiedeln, falls wir mal woanders noch hin wollen. Ich weiß ja nicht, ob wir das machen. Ja, haben es gesehen. Oder ob wir da bleiben. Ich habe auf jeden Fall eine Wüste gefunden, eine große. Wüste ist auch geil. Ja, hier kriegen wir ja auch, ja, Blaze Powder brauchen wir auch später. Kann man ja schon alles vorsagen. Dann hat man es schon. Muss es nicht später suchen. Okay, es ist auch wir haben keine Erde mehr in unserer Hütte. Hier ist auch eine Lavaquelle an der Oberfläche. Sogar zwei. Große. Sieht einfach voll geil aus. Ich gehe mal kurz durchs Portal durch, gell? Ja, mach das. Oh ja, ziemlich flüssig auf jeden Fall. Okay, also du kannst bis oben, Tobi, gell? Ja, vielleicht ein bisschen mehr früher, denke ich nur. Wir haben besten, ach so, das, ich werden wir jetzt oder so. Ich bin auch gerade durch. Cut machen, jetzt am besten oder so. Ich habe Kühe gerade gefunden. Ich würde sagen, ich kill die kurz und dann machen wir. Ja, dann kommen dann bisschen mal einfach alle nochmal zurück, okay. Ja, dann muss ich kurz Portal dann nochmal durchgehen. Wenn ihr. Seid ihr beide zu Hause, oder? Ja, ja. Okay, gut. Dann kann ich dir ja kurz umsetzen. Ich habe ja jetzt hier auch ein schönes Biom gefunden. Also hier bei uns ist gelb, gell? Nur so. Ja, ich weiß. Ich wollte nur sicher gehen. Ja, sicherheitshalber. Das habe ich ja schon ein paar Mal, dass ich die falsche gesetzt habe. Und dann kam man nicht mehr zurück. Ey, Paul? Ja? Okay, ja. Die Kiste hier, die ist für Mining, okay? Mining-Tipp.
Achso, ja, wir haben noch kein Project Table. Ja, ich bin zu Hause. Okay. Ja, okay, dann. Los, komm, und nochmal alle herstellen. Kurz nochmal hier die Sachen wegpacken, die Bäume. Ich habe 5 Leder mitgebracht, nochmal von 4 Beef. Packe ich in den Ofen rein. Die können ja noch zu Ende arbeiten, die sind dann beim nächsten Mal fertig. So. Ja. Lass uns so hinstellen. Ja, okay, jetzt können wir machen. Juhu, stellen wir zu hin. Die steht vorne. Ja, so. Ja, okay, dann war's das. Sterben! Okay. Zombie-Apokalypse, nein. Nein, mit der ersten Folge viel zu Beast. Genau, so sieht's aus. Und es war auf jeden Fall mal wieder eine geile Folge. Wir haben eine Portal-Gun gefunden, wir haben schon hier eine kleine Hütte erstmal. Standard-Hütte. Wir haben eine geile Portal-Gun, juhu. Ich freue mich, dass ich die gefunden habe noch. Und ja. Alter, ich habe noch 2 Herzen, hör auf. Was wär's dann eigentlich? Ich hab gar keine... Oh, ich hab auch noch. Ah, hier. Oder? Ich hab gar keine Keule mehr. Ja, ich hatte auch gerade nicht. Wir haben noch 4 gefehlt. Das fällt sie halt. Das macht nichts. Ich besorge beim nächsten Mal noch ein Fleisch. Okay, Leute. Yay, dann... jetzt habe ich alle. Dann ciao, gell? Ja, auf Wiedersehen. Haut rein. Ja, bis dann. Ciao.